Obediri, meine Freunde des dichten Daddelns. Willkommen zurück. Einer neuen Runde. Project Zero 2. Crimson Butterfly. Ich muss jetzt auch checken, ob mein Sound eigentlich passt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Bei mir hat sich nämlich die Technik kurz verabschiedet. Gut, man hört mich. Da musste ich quasi nochmal neu starten. So. Gut, dann würde ich sagen, springen wir rein, wo wir das letzte Mal waren. Schauen wir mal. Oh, irgendwas stimmt hier mit meinem OBS nicht. Oder? Oder doch? Wäre blöd, wenn es nicht so funktionieren würde, wie ich wollen würde. So. Ich versuche jetzt mal, das Zimmer mit meiner Sister nochmal zu finden. Da war es nicht. Da hinten vielleicht. So, wir gehen jetzt einfach mal straight dahinter. Mal schauen. Was? Da und da, okay. Ich versuche nämlich immer noch, den Onnergeist das letzte Mal zu bekämpfen. So, jetzt sind wir hier. Dieser Sound, das ist für mich eigentlich ein Sound, den das Spiel macht, wenn es irgendwo was zu fotografieren gibt. Aber irgendwie scheint er hier manchmal auch zu sein, wenn dem eben nicht so ist. So. Sie geht rein in den Raum. Aber das war's auch schon. Hier ist nichts mehr. Da ist nichts. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo ist der Raum mit meiner Schwester überhaupt? Doch, ich glaube, ich bin. War der nicht hier irgendwo? Ja, doch, hier vorne, oder? Genau. Es ist der Raum mit meiner Schwester. So. Jetzt ist die Frage, tauchte der Geist auf? Von der Richtung kommen? Gibt es da eine Treppe? Jetzt die Frage, von welcher Richtung wir da kommen.
Checken wir ganz einfach aus. So. Da geht's lang. Aber da geht's jetzt nichts, oder? Ja, hier hinten ist gar nichts. Gut. Ich glaube, das ist hier schon richtig. Ist das eine Tür? Tatsache. Gehen wir mal rein. Das ist der Raum hier. Der hat keinen Schrank. Auf dem Regal ist etwas. Ja, aber was? Okay. Weirder Sound. Da ist nichts im Schrank. Was passiert da? Wie war denn der jetzt? Auf dem Boden liegen unzählige Puppen herum. Bei allen vielen Teilen. Boah. Ich bin das letzte Mal schon alles abgerannt. So, wir sind jetzt von der einen Tür gekommen. Jetzt gehen wir mal durch die hier. So. Was haben wir hier? Alte Tücher, Strümpfe und andere Kleinkram liegen in der Schublade. Hier ist nichts Besonderes. Ja. Hier ist nichts Besonderes. Ich glaube, das führt uns wieder. Ja. Die Glom muss aber hier in diesem Haus irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass die im nächsten ist. So, durch die kamen wir. Die Tür ist verklemmt, sie rührt sich nicht, egal was du machst. Was ist da für ein Raum? Der. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. War das die? Die Tür ist verklemmt, sie rührt sich nicht, egal was du machst. Okay, sie klemmt also von beiden Seiten. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir da mal die Treppen runter. Schauen, dass wir hier unten. Ah ja, okay. Wir können einmal da lang gehen. Ich würde sagen, wir klären erstmal hier hinten alles ab. Schauen wir mal, was uns da erwartet. So. Also. So, ne? Genau, die zwei sind miteinander verbunden. Dann gehen wir erstmal hier rein. Auf der Schranktür ist ein schönes Bild. Es scheint nichts im Schrank zu sein.
In der Nische ist ein Schwert aufgestellt. Es ist dir zu schwer, dass du es hochheben willst. Wer könnte damit kämpfen? So, das sind Doppeltüren. So, für die hin. In den Schrank hier. Einige Kissen und feuchte Betttücher liegen im Schrank. Hier ist also nichts. Wir brauchen nur noch eine Begegnung mit ihr, glaube ich. Dann kriegen wir diesen Schlüssel, den wir brauchen. Ja, dann nur noch da und die zwei da. Oh. Ich kann ranzoomen. Aber hier waren wir ja auch schon. Töpfe und andere große Gefäße stehen auf den Regalen. Davon sieht nichts besonders nützlich aus. Hier haben wir diesen üblen Fight gehabt. Massenbombe, Beutel. Hallo da. Grüß dich. Also irgendwie kommt der Obi-Wan mit dem Hallo da ziemlich oft. Und Beutel und Belicious sind noch da. Der Rest ist rausgeflogen. Ziemlich cool. Beutel, wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. So, ja genau, das ist der Eingangsbereich. Aber hier kommen wir ja nicht raus. Ja, einen Spiegelstein können wir nicht gebrauchen, Mädchen. Also könnten wir schon gebrauchen, aber den können wir nicht. Den können wir nicht mitnehmen. Solange wir den anderen nicht verbraucht haben. Ah, ich nehme an, Beutel ist im Look. Hat sich nur bemerkbar gemacht, so, ich bin da. So, und dann da vorne, waren wir da vorne mal drin? Ich glaube, hier ist es eigentlich. Ja, genau, hier ist es eigentlich der Ort, wo sie jetzt auftauchen sollte. Hier müsste sie getriggert werden. Das letzte Mal. Bastur-Arbeites Fotografierspiel. Immer noch. Achso, ja, ich spiele immer noch fotografieren, ja. So, jetzt warte mal. Und stell dir vor, danach kommt Teil 3. Teil 4 muss ich skippen und danach Teil 5. Weil Teil 4 ist nie außerhalb Japans erschienen. Leider. Wenn ich jetzt links gehe, komme ich da rein. Rechts komme ich nur da rein. Dann würde ich sagen, gehe ich mal nach links. Also, ich müsste sie triggern, aber sie lässt sich nicht triggern. Irgendwie lässt sie sich nicht triggern. So, die Tür ist da hinten ganz komisch versteckt. Na wirklich, ich brich zusammen. Wie Monsters. Was liegt da? Nochmal einer, glaube ich. Wie meinst du das mit, du brichst zusammen? Weil ich immer noch Geister fotografiere? Ach so, na wirklich. Ja, jetzt check ich's. Wegen Teil 3. Ja, ich habe ihn schon da. War schweineteuer, ey. So. Da kommen wir da rein. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier so nach rechts. So. Warte mal. Sind wir nicht von hier gestartet? Ja, klar.
bin da dann die Treppen hoch. Wo ist dieser fucking Geist? Ja klar. Boah, die Olle macht mich fertig, ich sag's euch. Hier geht's nämlich zur Schwester. Oh, halt. Das muss ja dann hier sein. Ja, wir gehen jetzt einfach da mal geradeaus. So. Genau, das ist, wo alles, wie wir in dieses Haus rein sind. Das ist von hier. Ich habe doch schon zweimal gegen sie gekämpft. Geht nicht auf, oder? Ja klar, hier ist der blöde Brunnen. Wo ist der blöde Geist? Er hat einen großen Riss. Hier gibt's nichts, hier waren wir schon. Ich glaube, die Schranktür. Ja, die geht schon auf, aber da passiert halt auch nichts. Sie lässt sich einfach nicht triggern. Ja, hier geht's nur nach oben. Wo geht's dahin? Ja, in so eine komische Abstellkammer. Nicht wahr? Ja, genau, aber hier ist sie auch nicht. Geht er geradeaus. Da komme ich da die Treppen wieder runter. Ich habe keine Ahnung. Da ist meine Schwester drin. Wieso lässt sie sich nicht triggern? Komm schon. Sie lässt sich nicht triggern. Als hätte ich irgendwas vergessen. Ja, da gerade durch gab es ja nichts, nur die verschlossene Tür. Hier nichts, da nichts. Da geht's nur da nach links. Das ist ja wieder dieser
Leute, warum hast du den hässlichen Hintergrund wieder drin? Ach so, weil ich ihn da nicht rausgemacht hatte. Warte. Das müsste ich vielleicht schnell fixen können. Das ist quasi eine andere Art Overlay. Moment. Ich könnte es zwar mit meinem Laptop machen, aber dann könnt ihr mir die Technik abschmacken. Hast du für jedes Spiel andere Einstellungen? Nee, aber ich habe für jedes Device eigene Einstellungen. Jetzt pass mal Obacht. Ja, gut. Aber hey. So. Aber jetzt ist halt der Chat weg, ne? Machen wir es gleich mal so. Viel Glück an alle, die mitmachen beim Battle Royale. So. Ich habe keinen Clou. Wo sie sein soll. Also ich weiß, wo sie eigentlich sein sollte. Sie sollte sich hier triggern lassen. Hier. Da sollte sie eigentlich drin sein. Aber sie will nicht rauskommen. Hier haben wir auch nichts. Sie sollte da drin sein und sollte mittlerweile rauskommen. Aber sie tut es nicht. So, jetzt pass Obacht. Wo war die Tür nach draußen? Ich glaube hier hinten, ne? Dann gehen wir halt nochmal ins andere Haus. Es macht mich fertig. Josophie, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Battle Royale. So. Nee, hier wollte ich nicht rein. Die Treppen schon immer so komisch hoch.
Ja, jetzt sind wir wieder hier. That's the thing. Wir haben ja eigentlich schon überall nachgeguckt. Wo es sein könnte. Aber sie taucht halt einfach nicht auf. Gehe ich richtig? Ja, fast. Komm schon. Hä? Ah ja, klar, ich muss ja wieder nach oben. Ich verstehe es echt nicht. Warum sie sich nicht triggern lässt. Nirgendwo. Kein Schrank. Da, wo sie sein sollte, taucht sie nicht auf. Was halt einfach nur der Schrank blockiert. Warum? Also ich komme weder bei dem einen Haus noch dem anderen Haus raus. Da geht's nach unten. Ich gehe jetzt hier einfach mal alles ab. Nee. Nee. So. Genau. Dieses komische Geräusch wieder. Geht's wieder nach unten. Ich glaube, das ist der versperrte Weg. Weil da ist irgendwo ein Weg, da geht's nicht lang. Nichts lässt sich triggern. Ja, genau. Du siehst da hinten einen Raum, aber du kannst ihn nicht erreichen. Ja, ist geil. Wo ist sie? So. Das hier ist nämlich schon mal ein bisschen größer und verzwickter.
So. Oder ist das sogar der Raum, wo sie getriggert werden soll? Nee, die ist es auch nicht. Oh, das ist der schöne Tatami-Raum. Irgendwas war mit dem mal. Habe ich was gelesen? Halt. Hier ist auch nichts. Hier ist definitiv nichts. Familie hat das Siegelraum, Eingang, hängende Puppen. Wir gehen jetzt mal. Warte mal. Ist doch die Tür gewesen. Hier rein. Hier gibt's wo was. Fotofrau. Ja, mehr war das aber jetzt wahrscheinlich nicht. So. Spinnweben bedecken den Altar. Wow, wo gibt denn die jetzt her? Sie fix. Komm ruhig näher. Wow, lauf. Wow, das war knapp. Erwischt. Jawohl. Und nochmal. Rück mir vom Leib. So viel Platz haben wir hier nicht, ne? Und jetzt geh noch hinterher. So. Komm her. Boom, der hat gesessen. Der hat gesessen. So, hier kann ich nicht durchgucken. Hier gibt's nichts. Gehen wir hier mal rein. Wobei hier drin kann nichts sein. Wir haben ja schon alles abgegrast. Es nervt mich ein bisschen, dass es sich nicht triggern lässt.
Okay. Was passiert hier? Hier ist eine Tür. Ah ja, da geht's raus, okay. Okay. Dann gehen wir doch mal raus. So. Da stehen jetzt so creepy Puppen. Standen die da schon immer? Ich weiß es nicht. Ach, das ist hier der Eingangsbereich, ne? Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wo sie sein sollte. Ach so. Oh Gott. Ich denke mir schon, wieso geht es jetzt nicht auf? Und dabei. So. Treppengang, da waren wir drin. Projektorraum, Puppenzimmer, Zwillingsraum. Uhrenzimmer, Treppengang. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier so nach rechts, weil ich meine, zu dem Treppengang kommen wir von da oben auch noch lang. Ja, was wundert mich, wo sie sein soll. Halt, bin ich da richtig? In den Zwillingsraum. Jetzt checken wir erstmal das Uhrenzimmer ab. Da geht's nur nach oben. Okay, ist ein tolles Uhrenzimmer ohne Uhren. Aber wozu brauchen Uhren ein eigenes Zimmer? Oh. Jetzt kommt sie schon wieder, oder was? Wo kommt sie jetzt schon wieder her? Oh nein, jetzt hat sie mich voll erwischt. Was ist mich los? Die Kamera hat jetzt auch nicht reagiert, ne? Sammel ruhig Energie. Gib ihr. Schon. Boah, ich hab verzogen. Nein, sie erwischt mich. Lauf. Warte mal. Diese Kräutermedizin rauchen. Dann wird's wieder besser. Zero Shot. Fatales Bild. Da ist sie. Gib ihm. Gib ihm nochmal. Verträgt sie nicht mehr viel.
Aber ich denke mir eigentlich immer, wenn Geister kommen, muss ich richtig sein. So, wir wollten jetzt... hier hinten lang. Ich denke mir immer, wenn Geister kommen, muss ich richtig sein. Also das ist der Zwillingsraum jetzt hier, ne? Ja, nee. Nee. Komm schon. Ist hier noch irgendwo was? Okay. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal da lang. Was haben wir hier? Nix. Und da. Aber auch nichts wahrscheinlich. Ja, da waren die Puppenteile drin. Und da kommen wir wieder ins Treppengang. Ins Treppengang, ja genau. In den Treppengang meine ich natürlich. So. Puppenzimmer, Projektorraum und dann halt wieder die Treppen, ne? Schiebetürraum. So, jetzt warte mal. Das ist der Projektorraum, ne? Ne, das ist der Raum. Das ist der Projektorraum. Schiebetürraum. Ja, aber das ist der hier, genau. Und hier kommen wir eigentlich normalerweise raus, aber nein. Das tun wir nicht, weil wir hier gefangen sind. Wenn ich jetzt hier nach oben gehe, wo sind wir da? Schiebetürraum. Das ist der Verbindungskorridor. Ja, hier waren wir doch schon. Ich war jetzt wirklich überall. Sie lässt sich nicht triggern. Echt mies. Es ist echt mies. Ach so. Ja gut, hier ist einfach eine komische Musik.
Ist das ein Bug oder? Oder was ist das? Dass sie nicht auftaucht. Schon sind wir wieder da. Also ich verstehe es nicht. Schöner Tatamitraum. Ja, das ist. Genau da, wo sie sich triggern sollte. Übers Zwillingszimmer komme ich dahin. Komm. Warte mal, das ist ganz verzückt hier. Nee, wir haben sie ja nicht mitgenommen. So, jetzt pass auf, Obacht. Da ist der Schöne. Ja, das ist der fucking Raum. Das ist der Schrank, aus dem die Olle kommen sollte. Aber sie tut's nicht. Warum? Ich check jetzt mal was anderes kurz. Und zwar... Was für ein Spielstand ich beim letzten Mal hatte. Als wir gestartet sind, vielleicht habe ich den ja noch gar nicht überspeichert, weil da haben wir sie nämlich bekämpft. Es dauert nur kurz, also. Boah, das ist schon etwas, das mich ein bisschen ärgert. Das ist zu weit. Ich muss warten, bis das Video geladen ist. 7,58, das könnte vielleicht... Nee, das sind wir auch schon drin. Ich will es ehrlich nicht 2 Minuten warten hier. So, 8. Da hängt der Countdown, glaube ich, kurz. Oder ist er länger gegangen? Keine Ahnung. Da habe ich einfach umgeschalten. Das war das letzte Mal. Oh Gott. So. So. Na komm. 6, 8, 37. So, die 6. 8, 37, sagt er. Speichern. War das in die Richtung jetzt? Jawohl. Aber ich meine, wir haben zwar nicht viel gemacht, aber ich habe dieses eine schöne Foto geschossen. Die Punkte für die vertriebenen Geister möchte ich schon gern haben. Okay, wir haben ihn noch. Thank you.
Eieiei. Ich werde den jetzt laden. Den anderen dann. So. Aber meine Freunde, ich werde euch kurz in die Pause hauen. Ich bin gleich wieder da. So. Hier bin ich wieder. Ich glaube, der Treppengang ist... Ja, genau. Das ist der Treppengang zur Schwester. Wir müssten das erste Mal das Mädchen dann triggern. Wo ist denn die Schwester? Wir müssen da hinten lang. Normalerweise. Sich da der Geist das letzte Mal triggern lassen. Ja. Das langweilt mich. Dass das einfach nicht so will, wie ich will. So, wo hab ich's denn? Zwillingsraum, den Gang zum Passblau, dort ist ein Tataminzimmergang, dort leicht geradeaus, Zimmerraum, Uhrenzimmer und Leute drüber. Und dort geht jetzt die Zikuszimmer, also die Zelle, wo Mario drin sitzt. Ah. Das ist da. So, wir kommen vom Uhrenzimmer. Das heißt... Von da. So muss ich gucken, genau. Wo Mario drin sind. Dort erfahrt ihr, dass ihr einen Schlüssel fehlt. Der Glockenschlüssel. Jetzt erscheint ganz kurz die Dose und zeigt euch den Weg. Folgt ihr und regelt die Tür. Dann geht ihr die Stufen hinunter. Und unten sind so kleine Schiebeschränkchen. Geht ran und dann kommt eine Cutscene. Da sind die Stufen. Stufen wir. Ja, genau. Das hatten wir ja alles gemacht, deswegen haben wir ja hier schon offen. So. Dann kommt Cutscene. Danach habt ihr den ersten Geisterkampf gegen Chitose. Den haben wir gemacht. Wenn ihr sie besiegt habt, geht die große Treppe hinunter und geht gleich durch die Tür, die auf zu ist. Das ist der Minenzimmergang. So, warte mal. Hier die Treppen weiter runter gehen. So. Ja,
Jetzt biegt nach links ab, euch zeigt die Dose wieder den Weg. Danach befindet ihr euch dann im Zimmer des Tatamins. Ah ja, genau. Zimmer des Tatamins, oder? Raum mit Tatamin, ja. Was sollte hier passieren? Dort geht ihr an den Tüchern und so vorbei und benutzt die andere Tür und dort gleich, wenn ihr durch die Tür durch seid, gleich an den Schrank rangehen. Was? Was für eine Tür? Hier an den Schrank rangehen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Dann die Tücher vorbei. Benutzt die andere Tür, also doch hier raus. Ich glaube, da kamen die Geister. Zumindest geht ja gleich, wenn ihr durch die Tür durch seid, gleich an den Schrank rangehen. Dort befindet sich ein zweites Mal Chitosi. Besiegt sie und geht zurück in den Tataminzimmergang. Okay, gut. Ich will da jetzt weiterspielen, das ist der originale Spielstand. Aber das ging nie auf. Das ist nie aufgegangen. Ich meine, mit dem Spielstand haben wir keinen guten Rank. Ich bin eh eigentlich so gut wie da. So. Ich habe das beim letzten Mal schon probiert, an das Ding ranzugehen. So, warte, komm mal mit dir. Halt, wir sind schon vorbeigelaufen. Hier rein müssen wir. Da bin ich jetzt echt gespannt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Aber das Mikro hängt mir noch zu sehr im Gesicht. So. Genau, an den Tüchern vorbei. Sie müsste ja dann gleich hier in diesem Schrank sein. Ich werde verrückt. Die ist fies. Hier. Aber ich bin mir sicher, ich hatte schon dreimal gegen sie gekämpft. Boah. Und boom. Jetzt ist sie weg. Warte mal. Ja genau, das ist gesaved. Ich habe von ihr Fotos, also so ist das jetzt. Da brauchen wir die jetzt hier nicht. So, was haben die da geschrieben?
Jetzt müssen wir an den Schrank ran, wo ich sie eigentlich die ganze Zeit erwartet habe. Stunden verschissen. Jetzt ist sie da. Du konntest die Tür nicht öffnen. Sie muss innen festhängen. Was? Doch, jetzt kommt sie. Das ist jetzt ein Fight wieder, ne? Boom. Ah, der zweite hat nicht mehr gesessen. Ich hab sie echt voll erwischt. Was ist dieses kleine Ding? Ich mag dieses Rumgespawne der Geister nicht. Ich gönne dir den. Das ist gemein. Was ist das? Was ist das? Ich kann nur... Hä? What the... Was war das? Was zur Hölle war das? Wie bin ich da überhaupt hingekommen? Oh nee, das fängt das schon wieder an. Oh, was macht die? Was ist das? Nimmt mir das Augenlicht oder was? Oh, geh weg. Was ist das jetzt hier? Oder ist das da hinten einfach verbuggt? Ich jetzt wieder hier hintergehe? Nee, es geht. Gebe ich da gleich noch einen hinterher, so. Auf dem Boden, wo der Geist des Mädchens erschien, liegt etwas. Am Schlüssel ist eine Glocke mit einem Popo und Schnur befestigt. Das Mädchen hat ihn wohl verloren. Etwas leuchtet, wo sich das Mädchen versteckte. Dein Rotfleck ist halb. So, wir haben den Glockenschlüssel, wir haben den Kristall. Jetzt kommen wir endlich mal weiter hier. Den Kristall, den hören wir uns gleich mal an. Komm, Daddy.
ist weird. So. Jetzt das Ding wieder zu machen. Oh, ein Massenjump. Ich habe ihn gar nicht gesehen. So. Ich habe jetzt den Schlüssel, genau. Komme ich aktuell über den Treppengang hoch? Beutel, wenn du willst, du könntest mal ein Battle Royale starten, wenn du so nett wärst. Wärst du so nett? Wie war das in Bioshock? Wärst du so freundlich? Warte mal, bin ich hier richtig? Ja, so gut wie. Was das ist, was ist das jetzt schon wieder? Zeig dich, dann überlege ich mir, ob ich dir helfe. Zeig dich. Jetzt zeigt sie sich. Den kannst du haben. Und den kannst du haben. Ich mag das in den Wänden Gestecke nicht. Ist es einer, der mich verfolgt oder der mir jetzt Ruhe lässt? Okay, die lässt mir Ruhe. Das ist jetzt auch gut, weil ich habe jetzt echt keinen Bock auf die. Mario ist nicht in dem Zimmer. So. Ja. Wo ist Mario jetzt schon wieder hin? Was liegt hier? Ein grünes Buch. Izuki. Ich bete, dass du dies liest. Ich kann nicht länger hier bleiben. Ich sagte Yai und Sai, dass ich sie am Tag der Zeremonie beide abholen würde. Wenn sie erst aus dem Dorf sind, werde ich mich um sie kümmern. Sorg dich nicht. Wenn sie hier raus sind, hole ich dich als nächstes. So, okay. Jetzt haben wir hier nichts, aber da liegt nochmal was. Was liegt da? Noch ein Buch. Wenn wir das Popo-Opfer leisten, müssen Yae und Sae nicht das Ritual vollziehen. Aber wenn unser Ritual fehlschlägt, sind sie als einzig für das nächste Ritual übrig. Ich muss Yae und Sae aus dem Dorf bringen. Der Schrecken muss enden. Es muss einen anderen Weg geben. Ich darf Yae und Sae nicht so leiden lassen. Der alte Gang unter dem Korea-Schrein ist versiegelt, seit zwei Zwillinge versucht hatten, durch den Gang zu entkommen. Der Zeremonienmeister sagte, dass sie bei der Flucht durch einen Einsturz umkamen. Besorgt versiegelte der Zeremonienmeister den alten Baum, der nun als Schrein dient. Obwohl der Weg versiegelt ist, führt noch ein Gang hinaus. Man sollte das Dorf verlassen können, wenn man das Siegel bricht. Die Windradschlüssel, die das Siegel öffnen, werden seit Generationen von vier verhüllten Priestern und deren Familien bewacht. Ich fand ein Windrad im Lagerhaus. Nachdem man durch den Gang gekommen ist, muss man nur durch den Wald rennen und sich bloß niemals umsehen. Aber werden die beiden diese Willenskraft haben? Ich weiß es nicht. Hier liegen ein Tagebuch, eine Steintafel und ein Kristall. Der Tachibana, das Tachibana war, ach, das ist so ein Windradding. Und ein Fluorid. Und eine Cutscene. Through here. We can get out of the village. Sie.
Wow. Ich habe jetzt einen Feind erwartet. Of course I won't leave you behind. I kept looking for you. Ja, weil die halt nie in einem Fleck bleibt. Mal sein, die Liebe. Ja, ich weiß schon. Kapitel 8. Halbmond. Hey, wir sind wieder draußen. Da gehen wir doch glatt speichern. Na komm. Laufe ich nicht richtig dagegen, oder was? So, ich nehme jetzt einfach mal die Nummer 2. So. Komm, Mario. Ich gehe lieber, was ist ja doch, Komm her. Geh weg. Nix for the village. So, der ist fort. So, und wir müssen mal hier hoch. Der alte Baum war, glaube ich, links lang. Genau. Komm, Mario, wir haben es fast geschafft. Ich höre jetzt auch das Rennen auf. So, komm. So. Auf dem Foto ist ein anderer Ort. Sieht wie ein Altar aus. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wo hier. Das Foto denn jetzt überhaupt aus? Das ist eigentlich schon cool. Ich muss noch mal ein paar Fotos aussortieren, was gibt 100 pro einen Bossfight. Frau an der Tür, rufende Frau. Ist die hier eigentlich? Die machen wir weg. Das ist ein gutes Bild. Das sieht irgendwie so aus, als würde sie zu mir gucken, aber sie guckt eigentlich nicht zu mir, aber es sieht halt so aus. Das ist so.
sieht cool aus. Also die Eute haben wir schon mal. Wenn wir die später nochmal finden, hau ich die nochmal weg. Da sieht man halt, dass da drei drauf sind. Deswegen habe ich das aufgehoben. Ja, aber das brauchen wir nicht. Da haben wir das sieht besser aus. Das sind schon ein paar gute Schnappschüsse haben wir schon. Da haben wir leider nicht dabei, was er drauf mit drauf, was er zieht. Es gibt 100% Nike-D-Fotos von Geistern. Namen. Bei manchen Fotos habe ich Flashbacks an Resi 1 Intro. Ja, da hast du recht. Es sind ein paar gute Schnappschüsse, ehrlich gesagt, dabei. Ja, den habe ich eigentlich so schlecht. Aber den hebe ich mal auf. Wartender Priester. Aber von der haben wir schon, aber da kriegt sie richtig aus dem Brunnen raus. Oh, das ist ein guter eigentlich. Aber da haben wir eigentlich überhaupt nichts. Brunnen, Amanda, bist du es? Ja, ja, auf jeden Fall. So. Ja gut, wie viel Platz haben wir denn jetzt wieder gemacht? Jetzt haben wir doch Platz für... Das sieht eigentlich schon auch cool aus. Also drei Fotos auf jeden Fall. Puppenmacher, ja, von dem haben wir leider kein besseres. Vom Puppenmacher haben wir leider kein besseres. So, jetzt muss ich doch ein bisschen rennen, weil das dauert mir sonst zu lang. So, hier hoch müssen wir. Und ich dachte all die Jahre, du heißt Leech und Amanda, der mich knutscht. Ja, ich bin der Leech. Hallo, Leech mein Name, denn unser sind viele. So. Ziemlich finster hier bei mir, bei euch nicht so, wie ich sehe. Mann beim Schreien. Das muss definitiv gesichert werden. Das ist gut. Das ist ein guter Schnappschuss. Aber wenn ich auch gerade dabei bin, muss ich mal ein bisschen Kräutermedizin rauchen. So. Ich glaube, wir sind hier richtig. Anscheinend kannst du hier das Gebäude betreten. Hineingehen? Ja. Ich glaube, bei dem Schrein habe ich mich gewundert, was hier ist. Aber hier konnte ich, glaube ich, nichts machen hier hinten. Aber ich habe es da hinten gerade blinken sehen. Ein Folkloristen-Notizbuch. Ich fand die Karte des Gewölbegangs zwischen den alten Büchern. Es scheint eine unterirdische Höhle zu sein, die im Ritual eine Rolle spielt. Es scheint, als ob es dort einen Ausweg aus dem Dorf gibt.
Dieser Ausweg ist auch von den Schreinstädten aus erreichbar, aber dieser Zugang wurde längst versiegelt. Okay. Ja, hier ist das Ding, was wir fotografieren müssen. Ja, okay. Dann fotografiere ich es jetzt. Etwas erscheint auf dem Foto. Ja, das gefällt mir jetzt aber eigentlich nicht. Die Zwillinge kriechen unter einem Gitter hindurch. Ein alter Spiegel wurde vor den Altar gestellt mit der Zeichnung eines Purpurn-Schmetterlings. Okay. Aber hier ein Gitter. Nee. Warte mal, was ist dahinter? Wow. Ja, schon wieder. Boah. Was hat mich da erwischt? Was hat mich da erwischt? Nicht rot. Scheiße. Wo ist er? Wow. Puh. Jetzt habe ich durch den Krach Silent Hill 1 Flashback, so circa Mitte bis Ende. Ist geil, oder? Alter, aber was hatte mich da vorhin erwischt? Was liegt jetzt hier? Du siehst etwas leuchten. Ein Gelbschimmerkristall. Ah, ich glaube, wir haben unten eine Geisterkugel. Das ist sehr gut. Warte mal. Erstmal die Geisterkugel. Wir haben 3 Stück. Das ist eigentlich gut. So. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. So, 2 Geisterkugeln haben wir noch. Da tun wir noch eine rein und... Ich habe langsam drin. Ich habe den Sehen drin. Ich habe den Zero einmal drin, also
tue ich jetzt. Nee, ich tue jetzt erstmal den hier pumpen. Ah, jetzt reicht das doch nicht für den Zero, scheiße. Ah, deswegen habe ich den anderen erstmal gepumpt. So, was war jetzt was? 10, der gelbe, okay. Und das Radio. Wir brauchen das Radio. Wir haben einmal Marios Anhänger. I'm sorry. Because I ran away. Everyone has to die. Okay, sehr interessant. Was sagt er uns? I don't want to be alone together. So, yay. Nikon hat es uns so schön gesagt. Welcome to the Ghost Files. Schreib ins Buch. Haben wir noch einen? Ein Gelbschimmerkristall haben wir noch. Haben die jetzt beide umgebracht. So. Jetzt weiß ich aber eigentlich immer noch nicht, was da hinten für eine Tür ist. Weil der Geist kam ja da dazwischen. An den Tür befinden sich unzählige Talismane. Sie sehen fast aus wie Siegel. Die Tür bewegt sich nicht. Dies muss der Eingang zu dem Gewölbegang sein, der angeblich aus dem Dorf führt. Okay. Aber jetzt gehen wir nochmal zum Baum. Und schauen, ob wir nun durchkriechen können. Schau da nicht so hinter, das ist creepy, wenn du das machst. So. Mal wieder ein bisschen vorlaufen. Und die Xbox installiert. Ach ja, ja, das ist gut. Hast du mal bei mir Gears of War Clubhouse im Discord nachgeguckt? Ich hab mal... Accept your destiny. Komm her. Boah, ich hab keinen Film mehr gehabt. So. Jetzt probier es natürlich mit dem, der am schwächsten ist.
schon. Mädchen, geh weg. Das hat ihm jetzt nicht so gut gehört. Ah, fuck. Scheiße. Clubhaus, du hast mal Fragezeichen, ja bitte. Ja genau, ich war hier stehen geblieben. Unter Ankündigung habe ich einen Sweat erstellt. Weil ich ja gestern mein 30er Sub-Goal erreicht habe. Möchte ich mal bei Gelegenheit einen 12-Stunden-Stream machen. Wird noch angekündigt. Ach ja, übrigens, Zuschauer, es kommt mal bei Gelegenheit ein 12-Stunden-Stream. Ist jetzt noch in Planung. Natürlich Spiele und wer bis jetzt schon zugesagt hat, wer mitmacht, gibt es im Discord schon zu finden. Eben Nikon, darauf wollte ich gerade hinaus. Vielleicht hast ja du da was dazu zu sagen. So, einmal noch. Weil wenn du was dazu zu sagen hättest, wäre das schön, wenn du das reinschreiben würdest. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Jetzt fängt er an hier. Ach, das müssten jetzt vernichten, oder? So, genau, hier müssen wir auch hoch. Die wollen uns jetzt mit aller Macht... Mann beim Schrein, verhüllter Priester. Mit aller Macht wollen die uns jetzt hier noch fernhalten. An der Wurzel des alten Baums ist ein Loch. Es scheint in eine Höhle zu führen. Oh oh. Ah, doch sind beide da. So. Eine Steintafel mit Windrädern ist in den Schrein eingesetzt. Öffnet das vielleicht den Durchgang? Es gibt noch vier weitere Stellen, an denen man ähnliche Steintafeln einsetzen kann. Eine haben wir bis jetzt. Oh, ein Oktagonschlüssel. Das erscheint auf dem Foto. Vielleicht ein fehlendes Teil für die mechanischen Puppen. Hä? Gefallene Mayu. Oh, etwas erscheint auf dem Foto von Mayu. Ah, das ist das Gefängnis. Es ist eine weinende Frau vor einem Gebäude, das ein Lagerhaus sein könnte. Das ist das, wo dieser
der Bub eingesperrt ist. So, da liegt auch noch was. Folkloristnotizen. Zwillinge spielen eine wichtige Rolle in dem Ritual. Vor einigen Jahren erließ die Regierung ein Dekret, dass der erstgeborene Zwilling auch der ältere ist. Bis zu diesem Erlass hatte jede Region ihre eigenen Regeln. Als ich den Zeremonienmeister nach den Regeln des Dorfes fragte, grinste er und sagte, Tradition sei Tradition. Dieses Dorf folgt noch den alten Wegen. Der zweitgeborene Zwilling wird hier als der ältere betrachtet. Warum das? Also definitiv, er ist zweiter geboren. Also ist er auch der jüngere von beiden. Hier kommst du anscheinend hinaus. Hinausgehen, ja. Job, Text ist raus. Wäre bei den Spielen aus dem Pass dabei, aber blutige Jungfrau bei anderen müsste man schauen wegen Cash, aber nice Planung. Ja, das meiste müsste, glaube ich, im Game Pass sogar sein. Und bis jetzt ist das, weil du sagst, nice Planung. So viel Planung ist da eigentlich noch gar nicht dahinter. Bis jetzt steht nur drin, in meiner Notiz, wer dabei wäre und was für Spiele. Weil downloade gerade gefühlt den halben Pass. Lad dir auf jeden Fall Grounded. Lad dir Grounded. Weil wenn du da dabei wärst, hier du, Gobot, Gecko und ich, Grounded, wenn das released, fertig released ist, definitiv geil. Und ich meine, wenn wir das in 12-Stunden-Stream spielen, dann ist es auch nur eine kleine Preview. Das ist dann nichts, wo wir dann wirklich standardmäßig immer wieder spielen. Aber wenn es full released ist, würde ich das gerne schon regelmäßig spielen. Ich glaube, das ist neben Ark schon unten. Ah, du hast Ark? Ark habe ich auch. Vielleicht könnten wir uns da mal ransetzen. Ah, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite. Ich meine, nachher nach dem Stream gespielt haben wir es in 1941. Speichern wir mal wieder geil. Können wir ja mal eine Runde Ark, wenn du willst. Irgendetwas reflektiert das Licht. Kräutermedizin, ja, Wollinger. Was, das war's? Ach nee, warte mal, da geht's irgendwo hoch. Aber wo? Warte mal hier. Hat nicht irgendeiner was von dem Friedhof gelabert? Die Schutzgötterstatue scheint Zwillinge darzustellen. Es scheint im Dorf viele solche Statuen zu geben. Ah, das ist wieder so eine. Und hab doch gesagt, wenn Platte da, wird es gezogen. Und klar, kann man machen. Jo. Hast du eigentlich auch die Add-ons von Ark oder hast du jetzt nur das Hauptgame? Auf dem Boden schimmert was, ein Blauschimmerkristall. Den hören wir uns glatt gleich mal an. Oh, Marios Anhänger sagt auch was. Uchihara grave in a kimono box. Okay, das war jetzt zum Schluss wirklich weird. Sie haben San Andreas in der Defi Edition. Nice. Ja, aber das soll ja nicht so gut sein. Und leider nur San Andreas. Ich hätte Interesse an Vice City in der Defi Edition gehabt, aber nicht an San Andreas. Das ist so ausgelutscht, das Spiel. Glaub, die Passversion ist nur Standard ohne DLCs, aber die kann man ja noch nachholen, weil hab Steuerung nur am PC, leichte Erfahrung auf Xbox ist ja keine. Ja gut, ich meine, wir können ja auch zuerst die Standardinsel spielen, erst einmal.
würde ich sagen. There is no time. Just one of them must suffice. Hurry for the village. We must perform the ritual ourselves. Kill her. Kill her. Kill her. Okay, der klang leicht aggressiv. So. Voilà. Grau ist nicht gut. Jetzt ist sie wieder weg. Grau war trotzdem nicht gut. Wir bräuchten Film. Etwas glänzt im Licht. Eine Geisterkugel. Können wir gleich mal einsetzen. Geisterkugel hinzufügen. Die fügen wir mal da hinzu. Und Funktionspower-Up. Wir haben ja jetzt eigentlich auch solche gesammelt. So, und es sind im Prinzip alle, weil nur bessere Grafik, sonst haben sie kaum was geändert. Soweit ich das bei Release sah, hatte mir mehr gewünscht. Naja, ich glaube, DLC sind auch mit im Pass. Zumindest sah ich gerade eins unter kürzlich installiert. Müsste man mal schauen. Ja, schau mal rein. So. Hier ist nichts mehr. Die Tür zum Schrein klemmt. Das ist der Schrein, okay. Ja, ich muss auch nochmal gucken, was für DLCs bei mir überhaupt installiert sind. Ich habe da gerade null Peil. Aber hier wäre ein Speichern mal wieder toll. Dying Light 2 kaufen wir nach Release in Österreich wegen Uncut und so. Ja, theoretisch würde ich das in Österreich kaufen, aber ich kaufe es mir gar nicht. Ich habe den ersten nicht mal so wirklich gespielt, weil es mir nicht gefallen hat. Und ich muss auf Stalker sparen. Ich habe mir da die dicke Collector's Edition bestellt, die mit Rucksack und so. Weil ich habe die alten drei damals auch immer in der dicksten Version bestellt und dachte ich mir, da muss ich aus Prinzip schon zuschlagen. Weil ich glaube, Stalker war sogar meine erste Collector's Edition, die ich mir damals gekauft habe. Ah, und hier schließt sich der Kreis. So, wo ist das Speicherding? Lass mal speichern hier. Ah, Spielstand 1. So. Warte mal kurz. Gut. So. Nein, nein. Hey, hier liegt was. Typ 14, Film ist ganz gut. Film ist ganz gut. Hab nur gelesen, dass Vorbesteller von Dying Light 2 wahrscheinlich die Cut bekommen und dachte nur, ein Glück nicht. Habe ich es nicht vorbestellt und mal sehen. Aber Story von 1 war schon. Ja, wie gesagt, mir hat das Gameplay nicht so getaugt. War nicht so meins. Der Weg ins Dorf ist ganz schön lang. War der vorher auch schon so lang? Ist ja kein Ding, jedem das seine, kein Ding. Ja, ja, klar, das auf jeden Fall. So. Das auf jeden Fall. Da war
war wieder jemand. So, hier müssten wir jetzt aufkriegen. Auf dem Schloss ist die Kabur eines Oktagons. Ja, wir haben den Oktagon-Schlüssel. Gesundheit. Gesundheit. Hat er jetzt Selbstmord gemacht oder ist er umgebracht worden? So, warte mal, das Foto, das... Wir sind echt voll. Wieso kann ich das Foto nicht speichern? Ja, die kommt später nochmal. Das hier auf. Deep Zero Film. Okay, jetzt haben wir schon mal drei. Ah ja, okay. Die Luft im finsteren Dachboden ist abgestanden. Alles zwar bedeckt. Hier war wohl schon lange niemand mehr. Wir können auch gar nicht hochgehen. Aber hier müssten wir durchgehen können, oder? Zwei bekamen zwar angeblich FSK 18 Einstufung, aber sie sollen die Schlachtungen rausgeschnitten haben, was ich bei FSK 18 nicht ganz verstehe. Ja, ich habe auch gehört, dass es Cut sein soll. Ja, ich weiß, dass da was ist, aber ich will erstmal das Tagebuch hier. Wird Mutsuki mir jemals vergeben können? Ich konnte kein Schmetterling aus ihm machen. Ich konnte nicht eins mit ihm werden. Es ist meine Schuld. Bitte vergib mir. Okay. Da glitzert noch was. Ein Erzkristall. Den hören wir doch glatt an. Okay. Wir haben uns jetzt nicht so viel erzählt. Finde ich. So, und ich fotografiere mal noch. Ah, Beute macht wieder Werbung. Dorf der Götterkarte. Du machst ein Foto von der Karte. Du legst die Karte vom Dorf der Götter in deine Mappe. Mappe. Karten. So, eine Karte des gesamten Dorfes. Drei Orte sind markiert. Einmal der Friedhof. Warte mal. Einmal gleich ein Haus hier in der Nähe. Auf jeden Fall, was noch wichtig ist. Das letzte, was Stream Elements geschrieben hat. Über diesen Link könnt ihr euren Stream-Avatar anpassen, aber nur Blockman und Kirby sind komplett individualisierbar. So.
sind die Avatare, die hier bei mir unten rumlaufen. Jeder Follower oder Subscriber hat einen. Eigentlich sobald man followt, hat man so einen Avatar. So, ich glaube, das eine war gleich hier. So, oder? Warte mal, wo bin ich jetzt? Nee, hier drin war das. Das war hier drin. Muss da mal schauen, wenn meine Stream-Kontakte in Österreich wohnt und mir das giften kann, weil VPN soll ja auch nicht mehr gehen auf Steam. Habe ich gelesen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Und mein Kirby ist komplett, aber gut zu wissen. Ja, deiner ist komplett, meiner glaube ich auch. Ich habe gar keinen Kirby. Aber ich habe einen Blockmann und der ist komplett. Der ist gut eingerichtet. Aber weil wir gerade dabei sind. Viel Glück an alle, die mitmachen bei Battle Royale. Boom, 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 boom. So. Da ist wieder was blau. Muss mich auch nochmal auseinandersetzen mit Face Rig. Ja, habe ich auch. Aber das macht meine Technik nicht mit. Aber sollte ich irgendwann neue Technik haben, dann wird Face Rig bestimmt auch funktionieren. So, hier war jetzt was gelegen. Die 14 Film. Wir können hier nochmal speichern. Wir nehmen jetzt mal die 2. So, irgendwo hier in dem Haus muss es sein. Die Urne scheint leer zu sein. Oh. Was haben wir hier? Wow! Etwas fest uns an. Was kommt da jetzt wieder rausgekrabbelt? Die schon wieder, die hatten wir doch schon. Die hatten wir schon, die ist fies. Wie macht mich das? Ich meine, Filmverballer. Das gibt's nicht. Jetzt aber. Und nochmal. Warte mal. Ich weiß, habe ich gesehen. Und ja, meine reagiert auch noch nicht wirklich auf meine Cam. Keine Ahnung, wieso es, wenn man mal ohne Cam streamen will. Schon. Also, na, ich meine, sie reagiert schon auf meine Cam, aber ich kann es nicht in OBS einbauen und gleichzeitig streamen. Das, macht der Lappy nicht mit. So. Als sie erschienen ist, glaube ich, waren wir da hinten ziemlich... ziemlich gut, aufgehoben. Pedobär, ja. Lass sie nochmal auf mich zulaufen, komm. Die müsste jetzt furz sein. Und sie lässt was liegen. Ah, schon haben wir 2.
Das speichern wir glatt nochmal. Ah. Da waren schon so. Wir hatten das Battle Royale gewonnen. Oh. Beutel! Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Battle Royale! Boom! Boom! So. 500 Zeni. Geiler Scheiß. Mit den Zeni, die man in diesen Spielen gewinnen kann, mit diesen Avataren, kann man sich andere Avatare kaufen. Wow! Oder eben, wieso sind die jetzt da lang gelaufen? Das finde ich jetzt gar nicht so cool. Ach da. Muss ich jetzt da die drei Geisterkinder finden oder was? Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Alter Scheiße, ich habe noch nie was gewonnen, ist das krass. Naja, das Battle Royale hast du schon öfters gewonnen, du Sack. Das hast du schon. Du hast es sogar einmal, dreimal nacheinander abgeräumt. Nein, kannst du nicht. So, warte mal, wo geht's denn da hin? Wenn ich das gerade richtig sah, haben sie, glaube ich, arg inklusive alle... Oh, das wäre cool. Das wäre cool. So. Da haben wir noch ein, da liegt wieder was. Ein Agonit. Nicht so schön. Das waren aber drei Kinder, oder? Geh nie, ganz sicher, sagt der Beutel. Zu was bezogen? Wir können mal nach oben gehen. Weil die Kinder sind hier definitiv in die Richtung gelaufen. Und irgendwo ist noch eins. So. Ein Klassiker wie Sniper Elite 4 mit dem Bärtchen-Dude und dem bekannten Ei. Da könnten
könnte man Zombie Army. Oh nee. Wow. Wow, er hat mich erwischt. Er hat mich echt erwischt. Er hat mich echt erwischt. So, schnell an ihm vorbeilaufen. Boom. So, nochmal laden. Ich lese gleich den Chat wieder. Boom. Einmal noch. Weg. Bam. Ist auch mit drin, ja, weil alleine war es damals die Hölle. Ja, ja, eben. Es ist nämlich so an sich nämlich ziemlich schwierig. So, das Kind ist nicht hier. Da ist das versteckte Kind. Okay. Noch ein Radio. Ja, das erste Kind haben wir ja leider nicht fotografiert. Da haben wir also quasi jetzt den Stern nicht bekommen. Okay. Das ist eher nicht so vielsagend. Wir können auf jeden Fall. Hä? Sehr verwirrend hier. Die Hütte können wir auf jeden Fall verlassen. So. Und das ist für mich. Oh, so viele Kinder. Habe ich schon mal. Boah, mich hat auch eins. Gleich erstmal. Kräutermedizin rauchen. Wo rennt sie denn hin? Nämlich immer schwer zu sagen, wo sie auftauchen. Und es hat mich. Scheiße. Und das zweite auch. Lass mich los. Bleib nochmal Kräutermedizin rauchen.
Kann ich den gehen? Das sind kleine Kackröten. Das sind Kackröten. Oh nein! Erwischt mich das dritte Kind, also... Das ist fies. Richtig fies. So. Habe ich eine gegeben. Warte mal, schreib in der Chat. Die sind noch harmlos, die in Dying Light waren schlimmer, weil da waren es so richtige Schreikinder. Okay. Ja, aber die gehen hier schon gut auf den Sack. Die gehen schon gut auf den Sack. Das dritte Mal ist verkackt. Geh weg. Ich gönn dir diesen. Blöd, was ich hier mache. In einer Ecke stehen. Boah, ich hab keinen Film mehr. Kein Film mehr. Oh nein. Was mache ich denn jetzt ohne Film? Boah. Ich sehe es, sagt er. Und schon haben wir einen verschossen. Welches von euch bewegt sich jetzt? Du, oder?
Komm her. Jetzt kommt sie. Er wollte mich wieder anspringen, der Sack. Oh, fuck. Und, das Dritte hat er nicht mehr genommen, schade. Sieht aus, wie ich damals in Resi, als ich mir Muni ausging, wie ich schon dieses Kackbrot mit hatte. Club Grounded ist doch nicht mit dem Game Pass. Doch, ist eine Spielvorschau. Es ist halt einfach nur noch im Early Access, das Spiel. Deswegen steht da Spielvorschau, aber es ist im Game Pass. Ich habe es mir aber trotzdem gekauft. Einfach um die Entwickler zu unterstützen. Ich habe es auch im GoBot gekauft. So, wir gehen jetzt speichern und dann war's das für heute. Mich hungert's jetzt. Und ja, so 2 Stunden. Ich muss morgen auch leider wieder früh raus. So, wir wollen uns dann noch ein bisschen das nächste Mal aufheben. So, ich bedanke mich an allen fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr reingeguckt habt. Hoffentlich hattet ihr auch Spaß dabei, mir zuzuschauen. Und vielleicht sehen wir uns ja spätestens Montag wieder. Da spiele ich dann Knights of the Old Republic 2. Oder halt am Mittwoch zu The Elder Scrolls Online. Oder dann wieder Freitag. Ach nee, nächste Woche Freitag nicht. Nein. Gar nicht. Da, das fällt aus. Genau, okay. Dann verunsichert das ein und oben ist Bendable. Ja, ja. Weil er mir auch mal öfters mal ein Spiel geschenkt hat, habe ich ihm auch mal eins geschenkt. So. Genau, also, wir sehen uns, Nikon, wir hören uns, ich öffne dann mal Discord und so. Genau. Der Beutel schreibt, na, jetzt ist es schon wieder vorbei. Ja klar, weil ich jetzt Hunger habe und so. Ich wünsche euch einen schönen Abend, drin hier hauen und tüdelü.